Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EAFC 25. Ja, ich spiele jetzt hier nämlich mal EAFC 25. Wir sind auch gerade in einem internationalen Testspiel. In der letzten Folge habe ich ja, in der letzten Folge habe ich ja ein bisschen keinen Bock auf irgendwas gehabt. So, jetzt aber ist es geiler. Ich habe ja auch übrigens einen blauen Haken. Den hätte ich auch gerne mal in echt. Mal sehen, wann ich den in echt habe. Ich denke mal so in 2-3 Jahre werde ich den auch haben. Also jetzt in Real Life auf Instagram. Boah, steht schon 2-0. Wir werden eingewechselt gegen Ghana. Also, ja, gegen Ghana. Habe ich richtig gesagt, glaube ich. So, kurz Unterbrechung gibt. Ich würde gerade sagen, habe ich Ton an, aber ja. So, der Stando Gaming kommt rein, Alter. Let's go. Aber ich bin gerade ein bisschen außer Dings. Florian Wirtz. Auch immer dieser Florian Wirtz. Ja. Ja, gut gemacht. Ball ist im Aus, Einwurf. Macht das natürlich gut in den Zweikampf. Ja, und da kommt die Hilfe. Der zweite Zweikampf ist es dann. So kriegen sie es geklärt. Okay. Ja, die Chance wäre da. Drücken sie jetzt voll aufs Tempo. Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Immer noch groß. Bam, Alter. Und es läuft alles in ihre Richtung. Schon wieder zugeschlagen. Drei in Front. Ich meine, dieser Kommentator, ich finde es richtig komisch, dass da jetzt einfach ein anderer Kommentator drin ist, ne? Weil die ganzen FIFA-Spiele waren immer Frank Buschmann und der andere. Und jetzt sind einfach... Das ist schon sehr komisch, muss ich ehrlich sagen. Weil man kennt die ja sonst nur so... Dann spielen sie nicht gut genug, Ball ist weg. Oder schießt doch nicht in ihn rein. Und jetzt haben sie sich hier durchgespielt. Am Alter. Und der nächste Treffer. Die machen, was sie wollen. Spielen sie an die Wand. Plus 4 sind es jetzt. Ja, das ist schon echt kurios, dass da jetzt ein anderer das Tor hier das noch mal in der Wiederholung. Sie sind in Überzahl und diese spielen sie dann auch konsequent aus. Bist du als Torhüter. Da haben sie die Abwehr überspielt. Die Chance ist immer noch da. Kriegen sie den Ball jetzt ins Tor. Ich glaube, ich spiele gerade aktuell auf Profi. Weil auf Weltklasse hat man ja gesehen, man rastet nämlich sonst aus. Aber eventuell stelle ich das später wieder hoch. Also, was heißt später offscreen? Da werde ich dann wieder ein bisschen üben, sage ich mal. Dass ich das dann eben auch im Video zocken kann. Mist. Ja, ich glaube, ich hätte doch lieber Vorlag machen müssen, aber ich habe eh eine 10,0. Ja, Pressing ist da. Nein, das ist am... Die Szene geht weiter nach dem Pfostentreffer. Aua. Der hat mich gefoult, Schiri. Florian Wirtz. Oder kann man nur so schlecht schießen? So unpräzise. Schlechter Pass. Oder die schießen immer in den Gegner rein. Ja, und er hat alle Möglichkeiten, weil sich immer ein Kollege freiläuft. Kann er den jetzt rein? Bam, Alter. Und die machen hier wirklich noch einen. Worauf ich Bock hätte, wenn dann auch wirklich mal jetzt hier so von Deutsch, also wenn jetzt hier nicht internationale Testspiele, sondern auch wirklich so ein Wettkampf mit der deutschen Mannschaft. Das wäre natürlich geil, ne? Kann man es besser verteidigen, hier und da wahrscheinlich schon, aber hey, das ist so gut gemacht und das gilt auch für den Abschluss. Tolles Tor. Boah, super Pressing, da ganz vorne drauf gegangen. Na, ja, gut gespielt in die Mitte. Das ist er völlig frei durch. Mist. Boah, was eine Riesengelegenheit. Und es ist hier ein einzelner Mann, bei dem sich die ganze Abwehr bedanken muss. Der Reflex ist Weltklasse. Gar keine Frage, da gibt es keine Zweifel. Und den Ball sieht gleich nach einer dicken Gelegenheit aus. Batzeiler. Ja, da machen sie das Tor. Da machen sie das Tor.
Wir gucken auf die Wiederholung und diese Überzahlsituation. Ja, der echt Treffer ist Überzahl, Junge. Natürlich nicht mehr zu verhindern. Ja, da habe ich gerade ein bisschen Kacke gespielt, aber noch für nichts. Wäre eher so Zuschauerrolle, ob gewollt oder da reingezogen. Okay, okay, okay. Das ist eine gute Gelegenheit. Ja, auch null, ne, würde ich da mal sagen. Weiter geht's in einem Spiel, wo die Entscheidung ehrlich gesagt schon gefallen ist. Der ist dann, glaube ich, nach Amerika geflogen. So, kurzes Break und Zeit für den Wechsel. Und jetzt haben wir die Chance. Das ist immer noch große Gefahr. So, und der ist auch wieder drin. Also es war eh schon deutlich, jetzt wird es langsam eine Vorführung. Schön. Da kommt die Wiederholung. Also auch Profi zu spielen ist, glaube ich, doch ein bisschen zu einfach. Ich glaube, man muss doch wieder auf Weltklasse und dann wieder ein bisschen ausrasten. Und dann ist der Ball weg. Wenn ich ausraste, ist auch gute Comedy, also gute Unterhaltung. Ja. Ja, und dann doch noch dieser entscheidende Ballgewinn. Gut gemacht. Und das Tor! Oder einfach 10 Tore. Ich glaube, Profi ist echt zu einfach. Na, ich muss wieder umstellen, Leute. Also in der nächsten Folge könnte es wieder sein, dass ich ein bisschen ausachten werde. Wiederholung dieses Tores. Aber macht ja sehen, da bleibt jemand ganz, ganz cool vor dem Keeper. Ganz ruhig, ganz entschlossen. Dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, Ball ist weg, also neu fokussiert. In die Tiefe gespielt. Aber dann fehlt die allerletzte Mist. Und lässt den Vorteil laufen. Deutschland weiter unterwegs. Jetzt die Riesenchance. Ja, rein da. Dann ist er drin und das darf ja nicht sein. Die Abwehr pennt da zweimal. Einmal rettet der Keeper. Aber dann ist er doch. Ja, wir haben endlich gewonnen. So, und jetzt haben sie es. Das Heimteam gewinnt hier und heute dieses Spiel. Das war eine tolle Leistung. Geiles Spiel auf jeden Fall. Aber man merkt dann doch, dass das Spieldingens schon einfacher ist. Und wir sind auch fast nicht mehr Auswechselspieler. Ah, jetzt geht's wieder mit Bayern weiter. Verfügbare Skillpunkte. Ich habe hier doch schon alles, ne? In Schießen habe ich auch schon fast alles. Ja, passen muss ich noch und Dribbling und sowas. Dribbling. Torwart spielen. Ah, okay, da kann man auch Torwart sein. Gut. Gehen wir wieder hier zurück. Gute Spielleistung. Ich lob mal meine Mitspieler auch. Oha, ich habe wieder einen blauen Haken-Dings hier. Ohne den Support des gesamten Teams wäre meine gute Leistung gegen Ghana nicht möglich gewesen. Ich muss mich bedanken. Das ist geil. Eine Agenturnachricht. Ich habe gehört, dass du nach dem Spiel eine Ansprache in der Kabine gehalten hast. Toll, dass du auch die Leistung der anderen gelobt hast. Ja, natürlich. Neuer Kauf verfügbar. Die wollten mir ja auch direkt plötzlich wieder reinpayen in irgendwas. Ja, 150.000 in ein scheiß Elektroauto. Weg mit dem. Investition. Ja, komm, wir ballern hier mal in den rein. So. Wir können eigentlich auch in beide reinpayen. So. Okay, so. Haben wir auch mal investiert.
In der Bundesliga wird das nächste spannende Kapitel in der Rivalität. Leute, ich werde auch ab und zu mal offscreen hier dieses Spiel spielen. Ne, also auf diesem Profil. Weil das sonst immer zu lange dauert, im Video das immer zu machen. Deswegen werde ich hier praktisch wahrscheinlich dieses Spiel dann schon gespielt haben. Und ihr werdet es nicht sehen. Aber macht ja auch nichts. Kane von FC Bayern überzeugt vor dem gegnerischen Tor. Immer wieder mit toller Technik und Abklärung. Halt, gibt es auch in dieser Saison solche Startleistungen? Okay. Kann man die eigentlich auch löschen? Weil die gehen mir auch im Sack. Mein Pro, warte mal, was? Kann man hier sehen? Spielerentwicklung, Persönlichkeit, Aktivität, mein Agent. Ah. Da kann man jetzt hier praktisch Gehalt bearbeiten. Ha. Ich würde sogar 200.000 in der Woche verdienen. Geil. Du bist für diesen Vertrag qualifiziert. Bei Bayern München steht der Ballbesitz im Vordergrund. Ihr Stil setzt auf kurze Pässe und Rotation dem Auseinander. Blablabla. Geil, ja, habe ich auf jeden Fall. Dein Weg. Empfehlungen. RB Leipzig, Junge. Ja, da verdiene ich aber nur 90.000, Junge. Wow, bei Leverkusen verdiene ich mehr. Da könnte ich 240 verdienen. Erfolgreiche 1 gegen 1 Situation. Ah, die anderen beiden sind optional. Zuerst mal. Jo, 300. Gehaltsziele. 37.000 ist ja nichts. Egal, ich glaube, FC Bayern ist schon gut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sammy. Ciao, ciao.